Hallo, ich weiß ja nicht, ob ihr mich noch kennt, aber ich hatte mal wieder Lust, ein Video zu drehen und tatsächlich auch ein bisschen Zeit. An der Lust hat es nämlich tatsächlich nicht gemangelt im letzten, ich glaube, es ist fast schon ein halbes Jahr her, gefühlt auf jeden Fall, wo ich die letzten Videos gedreht und hochgeladen habe. Was natürlich auch einige Gründe hat. Also die Masterarbeit hatte Vorrang, die dann schnell gehen musste, beziehungsweise die ist zwar immer noch nicht fertig, aber ich musste da schon ein bisschen Gas geben, denn es hat sich dann auch jobmäßig was bei mir getan und somit musste auch ein Umzug her und ich hoffe, dass ich hier jetzt in Heidelberg Fuß fassen kann und hier bleiben kann. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, leider, aber wir hoffen mal das Beste, denn das wäre für mich ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht, aber ja. Die Zeiten sind aktuell nicht einfach und deswegen müssen wir mal schauen, wie das alles jetzt so weitergeht. Aber ich dachte mir, ich kann euch auch vielleicht die Quarantäne jetzt ein bisschen versüßen, indem ich wieder zurückkehre, offiziell. Ich habe zwar meine Masterarbeit noch zu schreiben, wie gesagt, aber die Statistik ist jetzt immerhin erledigt und jetzt muss ich tatsächlich nur noch ein bisschen schreiben und das hält sich jetzt alles, Gott sei Dank, in Grenzen. Es ist so, dass ich sage, ich schaffe das jetzt und kann mir jetzt auch mal, Gott sei Dank, nach sehr vielen Monaten eine Pause gönnen, ein bisschen. Und ja, das war ich zwischendurch natürlich auch, aber wie es immer so ist, dann gönnt man sich tatsächlich auch eine Pause und macht dann natürlich nichts anderes. Deswegen kann ich euch beruhigen, ihr habt auch absolut nichts verpasst, denn ich habe kaum was gelesen. Also das kann ich an einer Hand abzählen. Die Bücher, die ich neu bekommen habe, die kann ich erst recht an einer Hand abzählen. Also ich glaube, für den Sub habe ich vielleicht zwei, drei neue Bücher im letzten halben Jahr mir gekauft oder unangefragt als Rezensionsexemplar bekommen. Also tatsächlich habe ich mich da sehr, sehr eingeschränkt. Klar, ich hatte den Kopf erstens nicht frei zum Lesen, auch nicht irgendwie, um mir Neuerscheinungen oder sonstiges anzugucken. Deswegen, ja. Habt ihr tatsächlich nicht viel verpasst? Ich kann euch nicht viel Neuzugänge zeigen, weil nicht viel eingezogen ist. Ich kann auch nicht viel Gelesenes zeigen, weil ich wirklich dieses Jahr kaum was gelesen habe bisher. Aber es wird schon langsam wieder. Und ich habe nach wie vor Lust aufs Lesen, jetzt auch immer mal wieder Zeit zum Lesen. Und das ein oder andere Buch konnte mich in diesem Jahr schon in seinen Bann ziehen. Ich denke, ich werde das alles in einem Lesemonat April verpacken. Dadurch, dass ich jetzt im April wahrscheinlich auch noch nicht so bombastisch viel zum Lesen komme, weil ich jetzt natürlich die Masterarbeit erstmal für mich ad acta legen möchte. Und dann kann ich mich auch wirklich wieder komplett meinen ganzen Projekten und dem Lesen an sich widmen und der Community, die mir unglaublich gefehlt hat. Ich kann es euch gar nicht sagen, auch ihr da draußen. Ich bin tatsächlich wahnsinnig erstaunt, dass so viele von euch hier geblieben sind. Ich habe wirklich wahnsinnig treue Zuschauer. Es sind im Gegenteil sogar noch mehr dazugekommen. Also an dieser Stelle, hallo an alle Neuen. Es gibt jetzt hier auch mal wieder Videos. Wie es in Zukunft auf dem Kanal weitergeht,
Da kann ich euch beruhigen, so wie vorher auch, wenn sich das jetzt alles mal wieder ein bisschen eingependelt hat. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich euch sofort für den Mai wahrscheinlich eher nicht Neuerscheinungen zeigen kann, weil ich die jetzt natürlich alle erst neu recherchieren müsste. Und das ist schon ein ziemlicher Zeitaufwand, den ich da betreiben muss. Und das kann ich dann wirklich tatsächlich erst wieder, wenn ich mein eines Projekt beendet habe. Und Lesemonate, wie gesagt, kommen auch. Der erste dann wahrscheinlich vom April. Da werde ich dann meine Highlights aus dem letzten Jahr, die ich euch noch nicht gezeigt habe, gerne noch zeigen. Also ich bin mir noch unschlüssig, ob ich allgemein ein Highlight-Video drehen soll von letztem Jahr, weil irgendwie, ich weiß, dass das gerne gesehen wird, aber irgendwie möchte ich aktuell nicht in die Vergangenheit blicken. Also ich weiß nicht, ob sich das blöd anhört. Also mein Gedanke war jetzt erstmal so, dass ich euch zumindest die Bücher noch ans Herz legen möchte, die ich gelesen habe und die ich für absolut klasse empfunden habe. Da gab es nämlich eine Autorin, die mich sehr in ihren Bann gezogen hat, noch Ende des letzten Jahres und die mich auch Anfang diesen Jahres sehr begleitet hat. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Gebt mir einfach mal Bescheid, was ihr noch von mir sehen möchtet, was ich nachholen soll oder wie auch immer. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach weiter wie gewohnt, auch wenn es am Anfang vielleicht jetzt noch ein bisschen Durststrecke gibt, weil ich einfach noch nicht für den gewohnten Content sorgen kann, aber das wird sich spätestens dann ab Mai, Juni wieder einpendeln. Ich habe mir gedacht, für den Anfang werde ich mal ein bisschen ein neues Format etablieren, um jetzt mal wieder auf den eigentlichen Content zu kommen. Ich bin mittlerweile so ein bisschen davon abgekommen, blind die Bücher zu kaufen und hole mir tatsächlich viel über die Onleihe und denke mir, wenn das Buch dann ein Highlight war und ich immer noch der Meinung bin, dass es ins Regal einziehen muss, dann kann ich es mir ja immer noch kaufen. Und deswegen ist die große Frage, inwiefern Neuerscheinungen überhaupt noch viel eine Rolle spielen werden auf meinem Kanal. Mein Ziel ist es, irgendwann so wie Vilja zu machen. Die hat ja oder liest dann immer die Leseproben und entscheidet anhand der Leseproben dann, ob sie das Buch kauft. Was ich sehr, sehr vernünftig finde und so möchte ich das irgendwann mit meinen Neuzugängen auch handhaben. Da bin ich auf einem ganz guten Weg, denn ich habe beim Umzug ja sehr aussortiert und jetzt gefühlt wirklich nicht mehr viel physischen Sub hier. E-Book-Sub habe ich genug, aber der macht mir nichts aus, denn das ist nichts Materielles, was mich belastet oder irgendwie einengt. Aber die physischen Bücher möchte ich demnächst auf jeden Fall lesen. Als erstes priorisiert und ich habe aber nichtsdestotrotz natürlich eine Wunschliste. Und diese Wunschliste ist stetig aktuell. Und ich dachte mir, ich stelle euch einfach mal Bücher auf meiner Wunschliste vor, statt euch jetzt mit den alten Schinken, die in meinem Regal stehen, weil da sind wirklich schon Subleichen dabei, zu behelligen.
Denn ich freue mich auch auf ganz viele Sachen, die ich mir dann holen, lesen, hören, wie auch immer kann, wenn die Zeit reif ist und wenn es soweit ist. Deswegen würde ich gern mit euch ein bisschen meine Wunschlisten durchstöbern und euch Bücher vorstellen, die ich mir gerne holen möchte. Denn euer Job ist dabei, mir zu sagen, ob es sich denn überhaupt lohnt, diese Bücher zu holen, wenn ihr sie schon gelesen habt. Da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt und angewiesen auch. Und ja, möchte euch vielleicht, wenn ihr die Bücher noch nicht kennt, ein bisschen inspirieren, was es noch so gibt. Neben den Thrillern habe ich ja Ende letzten Jahres auch so ein bisschen meine Liebe für die historischen Romane entdeckt, aber jetzt nicht so ganz, ganz historisch, sondern 1930er, 40er Jahre, wobei die Seelen im Feuer ja auch sehr oder viel, viel früher war, glaube ich. egal, aber ja, also ich kann dabei einfach wahnsinnig gut abschalten, so blöd es sich anhört. Aber in diesen Geschichten verliere ich mich zurzeit auch sehr gerne, neben den Thrillern natürlich. Und deswegen ist ein bisschen gemischt meine Wunschliste, aber das macht ja nichts. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich euch zukünftig Bücher aus der Wunschliste genremäßig vorstellen soll. Oder ob ihr eine bunte Mischung haben mögt, das wäre für mich jetzt nochmal interessant, denn mir ist es ja jetzt egal, ob ich jetzt fünf Thriller oder fünf unterschiedliche Bücher vorstelle. Auf der Wunschliste sind sie sowieso und meine Wunschliste ist lang. Also da habe ich euch genug zu zeigen. Und jetzt in diesem ersten Video werde ich es euch ein bisschen gemischt vorstellen. Für jemanden, der sich spoilern möchte, der kann gerne in die Infobox gucken. Da habe ich alles verlinkt, dass, falls einem jetzt mal ein Buch nicht so interessiert, er zum nächsten vorspulen kann. Das mache ich übrigens prinzipiell generell bei jedem meiner Videos, damit ihr einen Fahrplan habt und euch an den Stellen nicht langweilen müsst, denn ihr wisst ja, meine Videos, die sind lang. Und die werden auch lang bleiben, weil ich quatsche gern über Bücher und wieso soll ich das immer nur in 10-Minuten-Videos packen? Ihr bekommt die volle Dröhnung, vor allem jetzt. Eigentlich fange ich ja meine Videos schnell an, aber aufgrund der langen Durststrecke hatte ich jetzt doch das Gefühl, dass ich mich ein bisschen erklären muss und euch auf dem Laufenden halten muss, wie was war und wie es in Zukunft so weitergeht. Und ja, deswegen wird das Video wahrscheinlich noch viel länger, aber das macht ja nichts. Ich gucke ja auch gerne die langen Videos. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was aus der Wunschliste. Ich habe hier meinen Laptop schon bereit und dann quatschen wir mal ein bisschen über die Bücher. Also wundert euch nicht, wenn ich hier so ein bisschen auf meinen Laptop runtergucke. Ich bin jetzt gerade in meiner Onleihe-Wunschliste. Das heißt, Bücher, die ich da schon mal gesehen habe, dass ich sie dort ausleihen kann und die wandern dann überhaupt nicht auf meine Kaufliste. Die sind dann wirklich nur für die Onleihe, weil ich kann sie mir ja ausleihen und lesen und dann entscheiden, ob sie regalwürdig sind. Und da ist mir zum einen schon mal ein Buch ins Auge gesprungen, was vielleicht für viele von euch was auch sein könnte, und zwar Verborgen von Anna Simons. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich hatte mal in einem Neuzugänge-Video ein anderes, nicht Neuzugänge, in einem Neuerscheinungsvideo ein anderes Buch von ihr vorgestellt und fand das wahnsinnig interessant, denn in diesem Buch geht es um eine Gefängnisärztin und das habe ich eben so noch nirgendwo gelesen
Und deswegen dachte ich mir, muss ich mir den ersten Teil auf jeden Fall mal auf die Wunschliste packen. Und den gibt es bei mir in der Onleihe. Übrigens sogar also ich bin ja jetzt in Heidelberg bei der Onleihe und in Thüringen immer noch in der Onleihe, weil mein Vertrag oder mein Ausweis da ja noch läuft. Es gibt es in beiden, also ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch bei euch in der Onleihe das zu holen gibt. Apropos, wenn ihr mal Infos über Onleihe und so weiter und so fort haben möchtet, schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Ich hatte ja eh mal den Plan, meine beiden E-Reader zu vergleichen und euch in dem Zuge auch meine E-Book-Quellen zu verraten. Das Video habe ich auch nicht vergessen, also das ist noch in Planung und das kommt auch. Da möchte ich nur ein bisschen mehr Ruhe dafür haben, das zu drehen, weil es, glaube ich, schon ein bisschen aufwendiger wird. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte euch ja ursprünglich mal was über das Buch erzählen. Und zwar ist verborgen eben der erste Fall für unsere Gefängnisärztin. Wie heißt sie denn überhaupt? Eva. Ah ja, neuer Job, neue Stadt. Interessant. Sie ist also in der gleichen Situation wie ich, nur hat sie ein bisschen einen anderen Job als ich. Wie es natürlich im klassischen Thriller so ist, hofft unsere Eva hier, die Schatten ihrer Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Aber bereits bevor sie den ersten Tag in diesem Gefängnis arbeitet, verstrickt sie sich schon in irgendeinen Kriminalfall. Die Frau eines Inhaftierten verbittet sie verzweifelt um Hilfe. Eva weist sie zurück, doch am nächsten Tag ist die Frau spurlos verschwunden. Ich frage mich, wie die überhaupt schon Kontakt zu den Inhaftierten haben kann, wenn sie da noch nicht mal arbeitet. Okay, wir werden es rausfinden. Eva macht sich natürlich Vorwürfe, ob ihr die Frau irgendwas sagen wollte, wovor sie Angst hat. Und dann versucht Eva auf eigene Faust zu ermitteln und bringt sich wahrscheinlich in Gefahr. Ich hoffe, dass wir natürlich auch ein bisschen was über diese Gefängnisarzttätigkeit erfahren und dass es nicht nur so eine Art Privatdetektivarbeit und so ist. Also ich bin sehr gespannt, wenn jemand von euch das schon gelesen hat oder irgendein Teil aus der Reihe, dann sagt mir gerne Bescheid. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt haben wir so eine Art Roman. Er spielt 1959 und das Ganze hört sich sehr interessant an. Das Buch heißt Rabenfrauen von Anja Jonuleit. Und wir lernen hier zwei Freundinnen kennen, die in so einer Art Zeltlager sind und da lernen sie einen Jungen aus einer christlichen Gruppe kennen, glaube ich, ja, Gruppe freikirchlicher Christen. Und sie verlieben sich beide in den Jungen. Und auf dem Klappentext steht was sehr Interessantes. Das Schicksal der Freundinnen ändert sich für immer auf dramatische Weise. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht um eine Sektenthematik auch geht. Man weiß es nicht. Irgendwie zieht mich dieses Buch magisch an, weil es kann auch in so viele Richtungen laufen und so viele Themen behandeln. Neben vielleicht so einer Sektenthematik kann natürlich auch die Freundschaft eine große Rolle spielen, das Erwachsenwerden. Ich erwarte mir hier eigentlich auch eine schöne Sommergeschichte. Also, das ist ein Buch, das ich mir definitiv bald ausholen werde, vielleicht auch in meinem Sommerurlaub. Und das schön auf meinem Balkon lesen werde. Also ja, da bin ich wirklich schon gespannt, was das für eine Geschichte werden kann. Ebenfalls bei der Hafenschwester von Melanie Mezentin, das ist der Anfang einer Reihe, einer neuen Reihe. Das Buch ist auch dieses oder letztes Jahr erst rausgekommen und da gehen wir noch mal ein Stückchen mehr in der Zeit zurück und zwar 1892, wo die Cholera wütet und
Ja, hier begleiten wir Martha und ihre Mutter stirbt und sie muss das Leben ihrer Familie sichern. Und sie ergattert dann eine Ausbildungsstelle oder wahrscheinlich Ausbildung hat man da noch nicht großartig, eine Stelle im Krankenhaus, im Eppendorfer Krankenhaus und arbeitet sich da bis zur OP-Schwester hoch. Und hier steht, dass während die Ärzte sich im Wettlauf gegen die Zeit befinden, Hamburg im politischen Umbruch ist. Hafenarbeiter streiken, Frauen kämpfen ums Wahlrecht und für Rechte von Prostituierten. Martha schließt sich auch der Frauenbewegung an und führt aber auch einen ganz persönlichen Kampf. Sie hat nicht nur die Liebe zur Medizin entdeckt, sondern gegen die strengen Regeln am Krankenhaus auch zu einem jungen Mann. Das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen liebesgeschnulzig an, aber ich weiß, dass Melanie Mezentin wahnsinnig toll schreiben kann. Also das ist eine Autorin, die hat sich bei mir in den Olymp vorgearbeitet. Darüber werde ich euch auch in Zukunft noch einiges berichten. Ich habe jetzt schon drei Bücher von ihr gelesen bzw. gehört. Und für mich ist sie eine wahnsinnig tolle Geschichtenerzählerin. Also sie erschafft Charaktere, die immer einem großen Schicksal ausgesetzt sind, die aber so eine Zufriedenheit ausstrahlen. Und es sind aufregende, aber irgendwie unaufregende Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es sind einfach irgendwie Wohlfühlgeschichten, obwohl oft auch dramatische Sachen passieren, aber sie erschafft Charaktere, die man einfach gern haben muss und lieb haben muss und bei denen man es richtig genießt, sie zu begleiten. Und ja, da werde ich euch in den nächsten Videos auf jeden Fall noch ein bisschen von ihr vorschwärmen. Da muss ich euch schon vorwarnen. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Hafenschwester, weil ich auch weiß, dass sie hier wieder ja, eine grandiose Geschichte erschaffen hat, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass sie dieses Thema Wahlrecht, Rechte der Prostituierten und auch das mit dieser Frauenbewegung gut aufgreifen kann. Sie ist auch selber Fachärztin für Psychiatrie. Also in ihren anderen Büchern spielt oft oder haben wir oft das Thema Psychiatrie. Genug geschwärmt. Ihr werdet noch genug von Melanie Mezentin hören und sehen. Deswegen macht euch schon mal gefasst. Die Erfindung der Flügel von Sue Monk-Kidd habe ich letztens bei einem Video von den Book Friends Forever gesehen. Auch hier geht es um zwei Frauen, die Welt verändern, steht auf dem Klappentext. Einmal Sarah, wohlbehütete Tochter reicher Gutbesitzer, die erhält ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk, und zwar die 10-jährige Hattie Handful. Die soll ihr als Dienstmädchen in Zukunft zur Seite stehen. Es ist aber nun so, dass sich das Ganze nicht ganz so entwickelt, wie es sich die Erwachsenen wünschen. Denn unsere Sarah bringt ihrem Dienstmädchen nämlich das Lesen und Schreiben bei. Und ich glaube, wir lernen hier zwei Mädchen kennen, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise entfalten möchten. Die eine kann es wahrscheinlich mehr als die andere und dadurch wird es vielleicht auch immer mal wieder zu Konflikten kommen. Ich weiß, dass Anja ganz toll über dieses Buch gesprochen hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es auch zu ihren Highlights gehört hat. Ich glaube fast schon. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Hattie sehnt sich natürlich nach Freiheit und Sarah ahnt aber, dass auch sie irgendwie eine große Aufgabe im Leben hat und dass da irgendwas Großes kommt und auf sie wartet. Also wird sie wahrscheinlich auch irgendwie für Frauenrechte einstehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, dass das eine sehr, sehr schöne Geschichte sein kann, in der
auch viele Thematiken angesprochen werden können. Und das ist auch ein Buch, was mich hoffentlich beeindrucken wird und was ich gerne bald lesen möchte. Um nochmal zu einem Thriller zu kommen, habe ich mir Wenn das Eis bricht von Camilla Grebe auf die Wunschliste gepackt. Da habe ich auch irgendeine Neuerscheinung gesehen und die hat mich sehr angesprochen. Und deswegen habe ich gegoogelt, ob es ein Teil einer Reihe ist. Natürlich ist es ein Teil einer Reihe. Und dann habe ich mir erstmal den ersten Teil auf die Wunschliste gesetzt. Ich finde die Cover, abgesehen davon, wahnsinnig schön. Und auch die Ermittlerin, mit der wir es hier zu tun haben, ist eine ganz besondere. Es wird eines Tages in einem Haus eine übel zugerichtete Leiche gefunden und die hat irgendwie Ähnlichkeit mit einem Tatort von vor vielen Jahren, ich glaube vor 10 Jahren oder so. Auf jeden Fall soll die damalige Ermittlerin wieder zu Rate gezogen werden und die hat aber aktuell ihr ganz eigenes Päckchen zu tragen, denn sie fürchtet, dass sie an Alzheimer leidet. Also ihre aktuelle, gegenwärtige Welt ist so ein bisschen aus den Fugen geraten und das finde ich auch wahnsinnig spannend, diese Protagonistin zu begleiten, diese Kommissarin, eine Kriminalpsychologin, Hanne, um sie mal bei dem Namen zu nennen, die Gute. Sie weiß natürlich auch nicht, ob sie ihren Erinnerungen trauen kann und ist sich selber unsicher. Ich weiß auch nicht, ob sie in diesem Buch dann eine Diagnose erhält oder also finde ich auch wahnsinnig interessant. Ein toller Charakter kann ich mir vorstellen. Es ist, glaube ich, so eine Art nordischer Thriller. Ich weiß gerade nicht so genau. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr da schon was gelesen habt von der guten Dame. Würde mich sehr interessieren, ob ich da mit meiner Vermutung richtig liege, dass das was Gutes werden könnte. Einen weiteren Thriller möchte ich euch noch vorstellen, denn da, den hätte ich mir auf jeden Fall gekauft, nur leider gibt es den erstmal nur als Broschur. Und da warte ich definitiv noch auf das Taschenbuch. Das habe ich leider auch nicht als in der Online oder sonst irgendwo gefunden. Das wird auf jeden Fall bestellt, wenn es denn als Taschenbuch da ist. Ich mag diese Broschüren irgendwie immer nicht. Das hat mich so ein bisschen vom Setting her an Hitze von Jane Harper erinnert, denn ihr seht schon am Cover, auch hier spielt Hitze wohl eine tragende Rolle. Wir befinden uns hier in Rivers End und hier eröffnet ein junger Pfarrer vor der Kirche das Feuer auf seine Gemeinde. Kann man mal machen. Er tötet 5 Menschen und ein Jahr später kommt ein Reporter in den Ort, um über diese Morde zu schreiben. Aber als er die Einheimischen befragt, begreift er, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, was die Tat des Pfarrers angeht. Warum hat er wirklich getötet? War er ein Monster oder ein idealistischer Rächer? Welche Geheimnisse wird die ausgedörrte rote Erde von Rivers End noch freigeben? Macht wahnsinnig Lust, diese Geschichte zu lesen, denn auch irgendwie im Klappentext kommt schon dieser Flair von Dürre, Hitze, Trockenheit, Geheimnissen rüber. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was hierbei rumkommt. Das wäre vielleicht auch mal so ein Rebuy-Kandidat, den ich mir dann tatsächlich mal bei Rebuy bestellen könnte. Ich habe auch noch einen Gutschein vom Geburtstag. Nee, von meinem Adventskalender übrig. Deswegen, also da könnte ich mich noch ein bisschen austoben, mal sehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt vielleicht mal noch so 2 Bücher oder so. Dann glaube ich, hat das Video Melli-Länge erreicht. Oder Melanie liest Länge, sagen wir mal so.
Entschuldigt, wenn ich hier ein bisschen ablese, aber meine Wunschliste ist ja so, dass ich jetzt die irgendwann mal draufgepackt habe, die Bücher, und ich jetzt natürlich auch nicht mehr großartig weiß, worum es geht. Und ich wollte das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen spontan machen, so ein spontanes Gespräch mit Freunden, wenn man sich einfach mal irgendwo den Klappentext durchliest und danach drüber quatscht, ob das was Cooles, Interessantes sein könnte oder nicht. Deswegen schreibt mir auch dadurch in die Kommentare, ob euch das stört oder ob ihr sagt, so was Spontanes ist uns viel, viel lieber. Was haben wir denn hier noch so? Wie der Wind und das Meer ist auch ein Buch, was mir jetzt hier so spontan ins Auge springt. Auch nichts, was ich in der Onleihe leider finde, ist aber auch ein Buch, was wahrscheinlich dann mal so einziehen wird. Da befinden wir uns 1945 und nach einem verheerenden Fliegerangriff irrt der 11-jährige Paul mit einem Koffer durch Trümmer und Verwüstung. Und auf der Suche nach einem Versteck trifft er ein kleines Mädchen, Sarah. Und die hat wie er ihre Familie verloren. Und ich glaube, sie wollen dann in Zukunft als Geschwister durch die Welt gehen. Genau, sie sieht seiner Schwester verblüffend ähnlich und um nicht allein zu bleiben und von den Behörden nicht getrennt zu werden, schließen Paul und Sarah einen Pakt. Von nun an werden sie sich als Geschwister ausgeben. Der Plan geht erstmal auf, aber sie hatten nicht ahnen können, dass die Notlüge Jahre später ihr Verhängnis werden würde. Und auch da bin ich sehr gespannt, was dann am Schluss das Verhängnis wird, ob sie sich ineinander verlieben und dann natürlich nicht zusammen sein können, weil sie sind ja offiziell Geschwister, oder ob da was anderes dahinter steckt. Aber ja, ihr merkt, ich habe so ein bisschen mein Herz an diese Zweite Weltkriegsgeschichten verloren oder alles, was so kurz vor, kurz nach dieser Zeit spielt. Weil ja, irgendwie kommt da immer wieder so der Flair durch. Die Menschen hatten wahnsinnig wenig und waren trotzdem zufrieden mit dem, was sie hatten. Und ja, gerade jetzt auch erfahren wir ja wieder, dass man wirklich mit dankbarer sein sollte für die Dinge, die man jeden Tag tun und machen darf. Und ein Thriller, der schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste steht, wo ich wirklich immer bei Audible am Suchen bin und auch in der Onleihe, den finde ich auch nirgendwo, ist Dark Call von Mark Griffin. Du wirst mich nicht finden. Den hätte ich mir auch schon längst mal geholt, aber ganz einfach, ich habe noch 10 Thrillereien hier, die ich beenden muss, gefühlt. 10 Thrillereien. Und die möchte ich erstmal auf dem aktuellen Stand lesen, bevor ich die 11. Thrillerreihe anfange. Also auch das gibt es tatsächlich nur in der Broschüre, glaube ich, und nicht im Taschenbuch. Und hier haben wir es wieder mit einem sehr brutalen Killer, glaube ich, zu tun, so aller Chris Carter. Denn hier steht schon eine neue Thriller-Serie um die Forensikerin Holly Wakefield, die sich auf Serienmörder spezialisiert hat, für alle Fans von Simon Beckett, Chris Carter und Michael Robotham. Ja, verspricht ja schon einiges. Holly Wakefield ist also Kriminalpsychologin, wie hier steht, und ihr Spezialgebiet Serienmörder. Es gibt auch einen guten Grund, weshalb sie die Beste in ihrem Job ist, aber das behält sie für sich. Interessant. Also auch sie hat wie jeder Thriller-Ermittler wahrscheinlich wieder ihr Päckchen zu tragen und irgendein etwas Schlimmes in ihrer Vergangenheit erlebt. Und sie wird von einem Detective kontaktiert, Bishop, um einen Mordfall zu untersuchen.
Und sie ist entsetzt von der brutal zugerichteten und theatralisch positionierten Leiche. Das ist doch mal wieder was für uns. Bishop sieht diese Verstümmelungen nicht zum ersten Mal und bald ist klar, da draußen ist ein Serienmörder. Wahrscheinlich wurde genau deswegen unsere Holly auch zu dem Fall gerufen. Und das macht mich natürlich sehr, sehr neugierig, wie diese Leichen zugerichtet sind. Ich glaube, Paddy hat auch mal sehr positiv von dem Thriller gesprochen. Der ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger draußen, also 1, 2 Jahre bestimmt. Ich habe immer gewartet, ob mal noch ein Taschenbuch kommt, aber ich glaube, das bleibt in der Broschüre. Und ja, der Autor ist wohl auch Drehbuchautor. Und sowas ist ja immer sehr interessant, weil ich finde schon, dass die Leute so, ja, so Filmszenen, wenn die im Buch packen, kann man sich das vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen plastischer vorstellen. Und ist auch, glaube ich, sehr gut bewertet, das Buch. Ja, gut, 4 Sterne geht natürlich besser, aber da kann man ja auch immer nicht so ganz wirklich sich drauf verlassen. Das werde ich mir definitiv holen, anschauen, durchlesen, wie auch immer. Also wenn ihr diese Reihe kennt oder habt ihr da auch mal Nachfolger jetzt schön langsam irgendwie entdeckt, wäre ja auch mal interessant, weil das hört sich ja jetzt schon nach einer Reihe an. Und wann ist denn das erschienen? 15. März 2019 kann das sein, gefühlt. Ist das irgendwie schon älter? Naja, gut. Aber vielleicht kommt ja dann jetzt demnächst mal da irgendwie ein zweiter Teil raus. Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Und ja, ich hoffe, dass euch so dieser kleine Ausblick in meine Lesewunschliste ein bisschen gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen und ob ich das in Zukunft jetzt öfter mal machen soll, weil die Leseliste, Wunschliste ist lang genug und da steht genug drauf. Und lasst mich auch gerne wissen, ob ich es lieber in Genre unterteilen soll oder ob ihr einen wilden, bunten Mix möchtet. Und ja, ansonsten lasst mir gerne euer Feedback da, quatscht ein bisschen mit mir. Ich freue mich über jeden, der noch dabei ist, der mir noch kommentiert. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen beim nächsten Video. Und ja, ich werde vielleicht mal 1, 2 Tags machen, so bis zu dieser Phase, wo dann die ersten Lesemonate, Neuzugänge, wie auch immer, aus dem Boden sprießen, weil ich dann auch mal wieder was gelesen und gekauft habe. Und ja, sage bis ganz bald und macht's gut. Tschüss!